Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Suela, ich grüße dich. Du möchtest wissen, was kommt Monat August auf dich zu, und das klären wir bei dieser Legung. Die ersten Karten haben eine wichtige Bedeutung, ich könnte sagen, beschreibt die Monatsthemen. Dieser Haus hier beschreibt deine Wohnsituation. Hier ist noch etwas unklar, zeigt hier diese Wolke. Dieses Haus kann auch deine Familie, dein Elternhaus auch symbolisieren. Und hier ändert sich etwas im Herbst oder ist jemand krank in die Familie, kommt aber eine Verbesserung. Weil das Baum zeigt auch Gesundheitszustand. Natürlich kann das auch bedeuten, dass durch dieses Coronavirus werden Einschränkungen da sein. Und darf man nicht reisen. Damit können wir ab Herbst schon rechnen. Dieses Haus symbolisiert auch Schutz, Sicherheit, Stabilität, aber auch deine Selbstständigkeit. Du möchtest etwas aufbauen. Und du wirst endlich angekommen sein, so wie dieser Baum das auch symbolisiert, irgendwo verwurzelt zu sein, verankert zu sein. Diese drei Karten zeigen auch den Bezug zum Ausland, Auslandskontakte oder Besuch von Ausland. Späteren Zeitpunkt kann auch Immobilie im Ausland bedeuten. Du erscheinst hier im Kartenbild. Deine Gedanken sind hier oben und so ähnlich wie ich erklärt habe, das hat mit deiner Wohnsituation was zu tun, mit deiner Selbstständigkeit, das zum Aufbauen, irgendwo Fuß fassen und diese Reise, was Urlaub sein kann oder Auslandskontakte, aber diese Reise kann auch eine innere Reise sein in eine Glaubensrichtung oder Spiritualität. Dieses Schiff symbolisiert auch Hoffnung. Hoffnung, dass du etwas lernst oder dass ein Geheimnis kommt ins Tageslicht und tatsächlich hast du die Schlüssel selbst in Hand. Du kannst das entschlüsseln. Diese Steine liegen noch im Weg, das sind Falschheiten, Lügen oder Intrigen im Hintergrund. Aber zum Glück kommt eine glückliche Wende, eine Veränderung, etwas kommt in Bewegung und hast du Glück, besonders was die Finanzen betrifft, aber auch bei der Spiritualität wirst du Glück haben. Momentan ist etwas unklar, undeutlich, aber du kannst handeln, bist handlungsfähig mit diesem Schlüssel. Kannst diese Tor öffnen und zeigt Offenheit oder kannst du diese Tür schließen und es zeigt Verschlossenheit. Diese Karte ist auch eine Zeitkarte, bedeutet halbes Jahr und in den kommenden 6 Monaten klärt sich etwas auf. Hast du Chancen, Möglichkeiten, hast du neue Verträge und wirst du kontaktieren mit einer Frau, das ist ein schriftlicher Kontakt und diese Frau kommt wie ein Geschenk in dein Leben oder beschenkt dich. Also das ist ein schöner, angenehmer Kontakt und das gibt dir auch Kraft. Hier kommen auch die Neuigkeiten, wird etwas geklärt oder bereinigt und hier blüht etwas auf. Und diese Unangenehmigkeit von dieser falschen Person, das hat mit einem Gericht was zu tun. Möglich ist aber auch, dass durch diese Falschheit
du diese Probleme oder Schwierigkeiten, was noch hier vor dir liegt in deinem Lebensweg, das sind die Hindernisse, dass dadurch dich hier gefangen fühlst, gefangen mit deinen Gefühlen wie Angst zum Beispiel. Aber wie ich schon sagte, kommt ein Dokument, das klärt sich hier etwas auf und bekommst du Hilfe, Unterstützung, schöne Verbindungen. Und später passiert noch etwas, was noch nicht sichtbar ist. Veränderung, Bewegung in Freundeskreis, Bekanntenkreis und Glück in die Liebe, Partnerschaft. Und diese Liebe bleibt bei dir treu erhalten. Und was jetzt gerade als Stillstand darstellt, das geht zum Ende, weil die Mäuse fressen das weg. So nennt man das im Kartenlegen, dann ist es nicht mehr da, sondern tatsächlich bewegt sich hier etwas. Das ist im Sternen geschrieben, das ist eine tiefe seelische Verbundenheit und dieser Mann kreuzt sich in dein Lebensweg, eine schicksalhafte karmische Liebe und deine Zukunft hier blüht das alles auf. Diese beiden Karten zeigen, dass eine alte Freundschaft kehrt zurück. Das hat auch eine schicksalhafte Bedeutung. Und was die beruflichen Situation betrifft, das zeigt diese Anker hier. Da sind noch Hindernisse da. Das geht aber zum Ende. Und das, was die Finanzen betrifft, hier hast du noch verletzte Gefühle oder jemand versucht dich absichtlich verletzen oder dich ausnützen. Aber diese Situation geht zum Ende und kommst zum Leichtigkeit und zum Glück. Auch finanziellen Glück erwartet dich. Und jetzt die einzelnen Woche. Erste Woche, Monat August. Hier oben sind die Ereignisse. In deiner Wohnsituation brauchst du mehr Stabilität, aber ist etwas unklar, undeutlich. Das kann auch die Energiefeld sein, also reinige die Energie in deiner Umgebung. Außerdem symbolisiert dieses Haus dein Elternhaus, also die familiäre Verbindungen, da muss auch etwas noch klären. Du denkst eine Reise nach. Diese Reise wird am Herbst sein. Oder du bekommst einen Besuch von Weiten oder von Ausland. Hier sind noch Geheimnisse und das betrifft deine berufliche Situation. Es sind noch Hindernisse hier, aber mit einem Schwung geht alles am Ende. Sind dabei verletzte Gefühle oder jemand versucht dich absichtlich verletzen, aber du kommst zum Leichtigkeit, du verabschiedest von diesem Zustand und deine Zukunft ist auf jeden Fall angenehm. Diese Bücher symbolisieren auch Bildung bezüglich auf diese Karte Ausland, kann auch Fremdsprache sein, du lernst etwas oder du vermittelst dein Wissen. Zweite Woche, Monat August, hier sind die Ereignisse. Du stehst hier im Mittelpunkt, aber bist noch nicht wirklich wahrgenommen. Das ist wie bewölkt. Trotzdem sei selbstsicher, die Schlüssel hast du in Hand, das macht dich handlungsfähig. Jemand lauscht hier im Hintergrund und versucht dir Schwierigkeiten zu machen. Bitte nicht dabei aufhalten, sondern im Vertrauen bleiben, dass Veränderung da sein wird. Das kann eine männliche Person sein, der dir hilft, auch finanziell. Außerdem bedeutet, dass du Glück hast in Finanzen und hier kommt etwas in Bewegung.
dritte Woche Monat August, hier sind die Ereignisse. Diese Karte zeigt die Öffentlichkeit und die Sonne, auch die Offenheit. Etwas kommt ins Licht. Die Wahrheit kommt ins Licht. Außerdem, diese Karte zeigt deine Chancen, Möglichkeiten. Mit dieser Schlüssel kannst du diese Tor öffnen und es verspricht dir Erfolg. Hör auf deine inneren Stimme, vertraue auf deine Intuition. Du wirst schöne Verbindungen haben, aber du fühlst dich noch gefangen oder hast du hier einen Vertrag und das hat mit Ämtern, eventuell mit Gericht, was zu tun. Dann kommt ein liebevoller Freund auf dich zu. Das war bis jetzt Stillstand, aber dieser Stillstand ist vorbei. Vierte Woche, Monat August. Hier sind die Ereignisse. Du kannst mit Neuigkeiten rechnen. Hast du Lebenskraft und auch Mut? Dann Verbindung zu dieser Frau. Und hier kommt das wie ein Geschenk. Bedeutet auch Einladung oder Kreativität oder Zusammenarbeit. Diese Schlange symbolisiert auch Laien. Ein Laien zum Arbeiten. Und hier hast du dann Vertrag und damit hast du Glück. Und das fließt auch. Und deine Zukunft liegt hier. Erscheint eine männliche Person und das mit Liebe, auch mit Sexualität. Und das heißt, das ist keine Freundschaft, sondern das ist Liebe. Und dieser Mann erscheint in dein Leben. Dadurch ändert sich bei dir schicksalhaft etwas. Er trifft auch schicksalhafte Entscheidungen, weil er beendet etwas und dann ist frei für dich. Die Energie ist schon sichtbar. Das ist schon möglich, dass ihr euch Ende August begegnet. Liebe Soela, so könnte ich Monat August beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.